Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei der Island Challenge. Ja, es geht weiter. Talon und Melody, die sind gerade hier oben noch und keine Ahnung, was sie machen. Ich bin gerade so reingegangen in den Spielstand und sie standen schon da. Ja, wir schauen dann mal. Unsere Lana, die schläft hier unten. Und wie gesagt, und Talon und Melody, die sind hier oben. Ich mache einfach mal Start. Wir müssen auch heute wieder dann würfeln und da bin ich gespannt, was dann rauskommt. Okay, Talon will doch auch schlafen. Ja, also hier ist noch die Leiter, wo es nach unten geht. Naja, ganz gut. Und sie schwimmt. Wo schwimmst du denn hin, Melody? Du willst. Naja, dann. Wenn du jetzt schon hier bist, dann jäte doch mal. Ja, dann machen wir das so. Dann kannst du das einfach mal jäten und ja. Und da dann auch. Und da auch. Und dann schauen wir mal weiter, wo es noch was zum Jäten gibt. Endlich ist es mal ein bisschen hell hier und wir sehen auch was. Wir haben hier auch noch unsere Staffelei, dass sie auch mal malen können, was ich auch hervorragend finde. Und ja, ich bin ja so gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Melody, die wollte ja wirklich sich dazwischen drängen, zwischen Lana und Talon. Und Talon ist aber ja gar nicht so drauf eingegangen. Und da bin ich ja echt mal gespannt, wie das noch wird. Oh, du musst auch pieseln. Wir haben hier aber kein Pipi-Busch. Wir haben hier kein Pipi-Busch, aber wir haben hier ein Pipi-Busch. Das reicht vielleicht dann gerade noch. So, die zwei, die schlafen noch. Ja, oh, Talon, willst du nicht richtig schlafen, bitte? Ja, geh mal richtig schlafen. So. Ja, unsere kleine Höhle hier finde ich eigentlich ganz gut. Und ja, ich denke, dass ich hier dann auch irgendwann eine Dusche noch hinmache. Das bietet sich echt an. Ja. Toilette und Dusche und dann, ja, mal gucken, wenn wir das dann haben. Müssen halt eine Dusche nehmen, wo abseits des Netzes dann funktioniert. Okay, wir gucken wieder nach Melody. So, meine Süße. Gut, gut. Ja, die macht es ganz gut. Ich mache mal jetzt ein bisschen schneller. So, unsere Lana ist auch schon wach. Sehr schön. Ja, Lana hat sich angepasst, was ihre Kleidung betrifft. Und, sie ist glücklich. Nö, lass mal das mit Melody. Wir gehen jetzt mal nach oben und gucken mal, dass wir hier. Hat es da eigentlich noch was drin zum Essen für dich, Lana? Oh, guck mal, nimm doch mal den Gartensalat. Das ist doch gut. Ja. Und dann vielleicht auch mal was anziehen. Wie wäre das, Süße? Naja, sie sind halt hier auf der Insel, ne? So. Okay, sie sitzen hier nebeneinander und. Aber sie reden kein Wort, gell? Das ist echt faszinierend. Boah, Lana, bitte einmal aufräumen. Das geht nicht. Ja. Und während Lana aufräumt, mache ich mal Pause, denn. Wir müssen würfeln. Und dazu hole ich jetzt mal gleich meine Würfel her. Ja. So, hier sind die Würfel und ja, ich bin schon echt aufgeregt, denn mir graust es immer davor, wenn ich dann würfeln muss. Okay, aber es führt kein Weg dran vorbei. Augen zu und durch. Oh Gott, wir haben eine 10 gewürfelt. Lama Tipoca ist sauer. Opfere zwei ausgewachsene Fruchtbäume, um ihn zu besänftigen. Auf Wiedersehen, Ernte. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich hab's befürchtet. Okay, wir müssen uns von zwei Bäumen trennen. Deswegen gleich wieder Würfel weg und wir sehen uns gleich wieder im Spielstand. Ja.
Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich uns von Bäumen trennen. Jetzt weiß ich gar nicht. Hatte ich hier nicht auch Bäume hingesetzt oder habe ich die woanders hingesetzt? Ich glaube, hier habe ich keine mehr. Das heißt, wir müssen uns hier jetzt trennen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Kirsche, Apfel. Wir trennen uns von dem Kirschbaum. Haben wir noch irgendwo Banane? Banane haben wir auch noch. Okay. Was ist das? Granatapfel und auch nochmal Granatapfel. Ach komm, dann trennen wir uns doch von dem hier. Granatapfel haben wir mehr als genügend. Okay, dann schauen wir mal, was wir noch im Inventar haben. Kinderbett, ein Kindertopf und wir haben nochmal so ein... echt, haben wir das hergestellt? Kann mich gar nicht erinnern. Also diese Früchte werde ich jetzt auch verkaufen. Aber wir haben noch so ein... So eine... Ach, sagt mir es doch. Ja, so ein Dingens halt. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt nicht tatsächlich da hinten hinstellen soll. Das wäre doch mal was. Wir tauschen es aus. Ich würde sagen, wir tauschen das in so eine Ecke aus. Ja. Ja, da kommen sie auch noch ran an den Kühlschrank. Ja, so finde ich es eigentlich ganz gut. Sehr schön, dann haben sie jetzt wenigstens eine Ecke. Kinderbett brauchen wir noch nicht, das lassen wir also noch drin. Okay. Kokosnuss haben sie auch. Wir haben zwei Bäume geopfert. Oh mein Gott. Okay. Die zwei unterhalten sich. Oh, Talon. Auch da. Lana, könntest du dir mal was ansehen? Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn du so rumläufst. Ich finde, das Outfit steht dir viel besser. Sie hat irgendwie abgenommen, seht ihr das? Die war mal ein bisschen fülliger. Ich glaube, auf der Insel nehmen sie echt ab. Mal schauen, was hier an Fähigkeiten noch ist. Lana muss noch ein bisschen hier was vorantreiben. Fitness, Angeln, Gartenarbeit hat sie schon. Mit 4 Talon muss Gartenarbeit noch auf alle Fälle angeln. Okay, Melody, es reicht. Räum auf. Wir sind hier nicht da, um deinen Dreck wegzumachen. Er macht schon wieder Fitness. Aber ich denke, ich werde ihn jetzt auch mal angeln schicken. Denn er muss unbedingt mal angeln. Und Lana darf jetzt mal hier ihre Geschicklichkeit voran machen. Handwerken, Möbel. Ja, sie kann nämlich noch mal so gar nichts. Sie kann wirklich gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Stell doch mal noch einen Gartentopf her, wie wäre das? Wir haben, glaube ich, da hinten noch einen Baum. Und dann wirst du, weil du noch die Gartenarbeit auch noch machen musst, hier alles ernten. Und hier dann auch alles ernten. Oh, wir können hier Maida entwickeln. Das ist ja großartig. Okay, alles ernten. Komm, 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 komm. Ist er schon da? Hat Angeln aufgehört? Dann soll er das fertig machen und dann gucken wir, dass wir dann darüber kommen und ja, zur Toilette gehen. Wo hat es denn hier den Pibi-Busch? Den hat es hier. Okay. Dann bestäuben und alles ernten. Wir ernten alles. Und du? Ja, muss ich immer gucken. Gartenfähigkeit, ja, sie hat ja schon 4, aber sie könnte vielleicht doch auch hier hingehen und mal hier alles ernten. Das wäre doch mal großartig. Oh, da schaut an, wir haben hier noch Knoblauch. Und dann darfst du hier gegen Käfer einsprühen. Wie wäre das? Habe ich nicht gesagt, du sollst bestäuben? Du machst auch nicht, was man dir angeheißen hat, oder? Talon, das finde ich nicht gut. Du musst schon auch machen, was ich dir sag. Oh.
Ja, jetzt aber schnell auf Toilette. Okay. So, er macht hier weiter. Lana steht noch. Lana müsste mal bestäuben. Bestäubt mal bitte den Busch. Red nachher mit ihm. Geh mal bitte pingeln. So. Ja, und Talon, dem ist kalt, dem helfe ich jetzt mal. Denn ich möchte wirklich nicht, dass er mir hops geht. So, besser? Ja, okay. Sehr schön. Ja, er macht hier weiter. Lana geht jetzt mal zum Talon hin und wird mal mit ihm ein bisschen sprechen hier. Und ja, vielleicht mal flirten. Das kann sie ja nebenher schon ein bisschen machen. Hallo? Dann verschönert doch wenigstens mal den Tag. Und mach mal ein Kompliment über sein Aussehen. Sag, hey Baby, du siehst wieder so schön aus. Und ja, vielleicht geht es jetzt doch mal mit dem Flirten. Du solltest schon auch reden. Und funktioniert das nicht? Sie steht nur da und macht gar nichts. Jetzt. Ja, und Talon geht natürlich gleich drauf ein und wird sie leidenschaftlich küssen und auch Kompliment über ihr Aussehen machen. Und Hals küssen. Also er will, man merkt es wirklich, dass er in sie total verschossen ist. Und ja. Wange streicheln. Und der Heiratsantrag wird er ihr noch nicht machen. Aber er wird mal die Zuneigung jetzt ausdrücken. Und dann wird er ein Techtelmechtel mit ihr machen. Ja. Weil sie sind hier alleine jetzt. Oh, Melody, ernsthaft? So war das nicht gedacht. So war das ja gar nicht gedacht. So war das mal gar nicht gedacht. Ja, viel Spaß euch und ja, Melody, ihr habt gerade gesehen, die Reaktion. Sie findet es gar nicht gut. Sie findet Sport gut, aber sie ist schon auch ein bisschen jetzt. Sie geht jetzt hier hin und denkt sich, echt jetzt, ja, kalt und wir haben echt nichts Besseres zu tun, wie jetzt zu techteln und ja. Bis jetzt grinst sie noch und denkt, ja, sie wird es wahrscheinlich jetzt schon einen Plan. Oh, warum gibt es denn jetzt wieder Minus? Ach so, das ist wegen der Techtelfähigkeit. Okay. Normalerweise soll man ja nicht cheaten, aber ich habe das eingestellt, dass sie die Techtelfähigkeit hier erwerben müssen. Und ich denke, ich werde es denen einfach dann auch hochcheaten, weil mich das einfach annervt, dass es immer Minus gibt. So. Ich habe denen jetzt einfach die Techtelmechtelfähigkeit etwas hochgestellt, denn es ist unrealistisch, dass wenn man techtelt, dass man dann Minus bekommt. Ja, Entschuldigung. Oh ja. Also sie redet jetzt und sagt, ey, hör mal zu, das finde ich total uncool, was ihr da macht, denn so geht es einfach nicht weiter. Ihr könnt nicht einfach immer hier in den Busch gehen und techteln. Das läuft so nett. Da komme ich mir echt blöd vor. Und Talon sagt, hey, einfach dein Problem, ne? Wir haben uns gefunden und das ist so. Und sie sagt, naja, am liebsten würde ich mir eine Tüte über den Kopf ziehen. Also sie versucht schon Verständnis zu zeigen, aber schaut euch das an.
Es sagt doch schon aus, oder was sie denkt. Sie ist überhaupt nicht glücklich. Sie hat auch schon ein bisschen einen traurigen Blick, finde ich. Und ja, auch wenn Talon jetzt mit ihr spricht, sie, was soll ich sagen, sie ist echt traurig, denn sie hat doch auch Gefühle für Talon und kann das jetzt halt nicht sagen, weil Lana halt auch da steht. Und ja, eine Dreiecksbeziehung halt. So. Talon lässt sie jetzt stehen und geht angeln. Und Lana, was muss denn Lana eigentlich noch machen? Oh Gott, die hat auch noch Zeug hier im Inventar. Das müssen wir alles mal raustun. Das mache ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal alles raus aus denen in ihrem Inventar. Sie hat irgendwie eine Pflanzenbeere geangelt. Und ja, was macht sie? Nickerchen. Geh doch einfach mal richtig schlafen. Bitte wär das. Er angelt, das finde ich ganz gut. Und Lana, ja, da wollte ich ja eigentlich gucken, was ihr noch fehlt. Also Techtelmächtigkeit habe ich hochgecheatet, genau. Weil man das einfach um den Keks geht und das werde ich mit den anderen genauso machen. Oder ich stelle das einfach mal ab, dass sie das erwerben, weil das ist echt nervig. Okay, Gartenarbeit hat sie schon gut. Fitness muss sie noch ein bisschen machen. Angeln, Charisma, Geschicklichkeit. Na, dann komm doch mal her. Was kannst du denn machen? Einen Gartentopf könntest du ja mal herstellen. Ja. Ich habe jetzt mir auch gedacht, ich werde wahrscheinlich Jahreszeit, wenn die umändert, von Frühling auf Sommer, werde ich es auf Sommer dann belassen, weil es steht drin, dass es wirklich immer nur schönes Wetter ist. Und ja, ich denke, das passt dann auch zu dem, was die Regel, was die Erfinderin von der Challenge geschrieben hat. Und ja. Kobe. Blitzt da irgendwas durch? Schade, schade. Hagebu. Ah, Gefühlerhaft, aber hier. das sieht echt schick aus. So, Talon. Talon hat aufgehört zu angeln. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Er hat auch eine Kuhbeere gefangen. Echt? Geh noch mal angeln. Bitte. Vielleicht angelst du ja noch was anderes. Talon? Ja. Mal gucken, was wir noch angeln. Das wäre ja jetzt echt gut, wenn er noch was anderes angeln würde. Manchmal angelt man ja doch ein paar schöne Schätze. Oh, endlich, Level 2. Komm. Wir kriegen das mit dem Angeln auch noch hin. Ich bin da echt zuversichtlich, Talon. Ja, lasse ich jetzt angeln. Und du? Oh, hast du gegessen? Schön, sie räumt auf. Oh, wir haben ja schon eine Dusche. Ich das verpeilt? Wir haben ja eine Dusche. Oh mein Gott. Süße, dann nimm doch danach dann meine Dusche. Genau. Und dann kannst du da noch was? Nee. Nee, 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 nee. Also wir können echt nicht viel. Dann mach halt noch mal einen Gartentopf. Was soll's? Was soll's? Oh mein Gott. Ja, und dann ist ja bald schon wieder der nächste Tag und wir müssen dann auch wieder würfeln. Talon noch beim Angeln? Sehr schön. Und Melody, die schläft hier. Einen gesunden Schlaf. Vielleicht könnte Talon noch ein Bett dann nachher auch herstellen. Ich glaube, Talon ist so der Einzige, der ein Bett herstellen kann, gell? Ja. Könnten wir mal gucken. Handwerken, Möbel. Hier, Einzelbett mit Stauraum. Ja. Mega-Schreibtisch. War da vorher auch schon drin? Weich gepolster Mahagoni-Stuhl. Echt jetzt? Das können wir alles herstellen. Okay.
Nee, stell mal noch ein Bett her. Drei Betten finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Dann kann ich jedem sein Bett zuweisen. So ein Dings wäre natürlich nicht schlecht, ne? Dass wir auch mal ein Doppelbett herstellen können. Das wäre ja echt cool. Oder wir tun nächstes Mal uns so ein Fabrikator aussuchen. Ich glaube, mit dem kann man dann ein Doppelbett herstellen. Das wäre ja dann auch cool. Hallo, wie sieht's denn aus? Komm, echt gut. Echt gut. Da schnick's mal wieder weiter. Angeln. Stecken wir mal die Fische auch wieder hier in. Wäre eigentlich ein Mülleimer irgendwo stehen? Oh, ich wollte eine Pause machen. Ich wollte eigentlich hier umswitchen. Hatten wir doch nicht irgendwo einen Mülleimer? Hab mal den Mülleimer reingeholt. Wer weiß. Ach, da wäre auch einer. Okay. Okay. Egal, jetzt haben wir zwei Mülleimer. Stimmt, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber jetzt ist so auch nicht schlecht, wenn man zwei Mülleimer hat. Dann bist du schon wieder fertig. Ja, stell doch mal Dings her. Ein Hochstuhl, das wäre ja natürlich auch nichts Dummes, ne? Dann müssten wir uns echt mal Gedanken machen, was wir uns noch so alles holen. Wer weiß? Es gibt doch bestimmt auch ein Herd, wo abseits des Netzes funktionsfähig ist. Das wäre natürlich auch gut, damit sie mal andere Speisen dann herstellen können. Ja. Also die zwei verstehen sich echt prächtig und das finde ich eigentlich echt super. Und Lana macht sich langsam, gell? Macht sich echt gut. Ja, ich wollte auch mal gucken, was Lana für einen Gang hat, ob die immer noch diesen hochnäsigen Gang hat. Denn das möchte ich hier eigentlich mal umändern. Ja, sie hat noch, ich gebe ihr jetzt mal den Standardgang, denn Talon hat zu ihr gesagt, hör zu, das mit deiner Hochnäsigkeit, leg das ab, das hat hier keinen Wert, du kommst aus gutem Hause, wir wissen es alle, das hast du uns alles erzählt, aber wir sind ja alle, wir sitzen hier alle in einem Boot und es geht uns alle gleich, wir sitzen hier einfach auf der Insel fest und eine Hochnäsigkeit. Und sie hat es eingesehen, sagt, okay, dann versuche ich das zu ändern und deswegen habe ich ja jetzt diesen normalen Gang abgegeben. Ja. So. Man kann sich ja auch noch ändern, ne? Auch im Alter. Also ich finde es klasse, sie verstehen sich echt blendend. Und ja, wir wollen mal schauen. Oh, bin ich froh, die Leiste ist noch oben. Ja, sie müssen einfach hier auch ihre Freundschaftsleiste noch nach oben bringen. Und oh, Lana, schon wieder kalt. Och, Mensch. Ja, mal Tag verschönern, von Herzen kommendes Kompliment machen. Und ja, wir gucken einfach, dass wir das hochkriegen. Nochmal kennenlernen, von Ideen erzählen. Nee, seine Skulpturen bauen wir jetzt nicht. Ja, wir werden einfach hier, wie gesagt, gucken, dass wir das alles noch ein bisschen mehr nach oben kriegen, damit wir dann den Freundschaftsbalken auch voll haben. Und wer weiß. Oh, Melody kommt schon wieder. Und sie geht schon wieder zu den Pflanzen. Also, sie sucht auch gar nicht mehr so den Kontakt zu den anderen, ne? Die Melodie, die ist schon etwas, jetzt so die Außenseiterin, hat man das Gefühl. Und ja. Oh, guck mal, wir können weiterentwickeln.
Sie ist glücklich mit ihren Pflanzen. Jetzt geht sie wieder zurück. Ja, mir tut sie ja schon leid, ne? Da wäre es halt echt schön, wenn wir noch einen Sinn dazu hätten, damit sie vielleicht auch jemand findet. Bin mal gespannt, wenn wir das würfeln, dass wieder ein Sinn reinkommt. Ja. Ah, Wutuni grau hispa. Zombisi. Moi bim, yas fenep. Yiflamonor? Was willst du machen? Hände waschen. Ach, Süße. Ja, sie. Ihr seht, sie hat immer noch keinen glücklichen Blick und sie findet alle Scheiße, mal auf gut Deutsch gesagt. Und ja. Und ich denke, sie fühlt sich auch doch einsam, weil sie einfach jetzt so ein bisschen die Außenseiterrolle bekommen hat, ne? Lana und Talon verstehen sich blendend. Da entwickelt sich auch, dass sie richtig zum Paar werden, ne? Sie haben hier eine Romanze. Vielleicht wird aus der Romanze auch mehr. Und sie, die hat gar niemand. Sie kann sich zwar mit denen unterhalten, aber sie hat schon gemerkt, wenn sie sich Talon versucht anzunähern, lässt er sie abblitzen. Und ja. Ich bin gespannt noch, wie es weitergeht, was Melody noch vorhat, ob sie sich wirklich noch zwischen die zwei drängt und ob es dann noch richtig, richtig kracht. Ja, das werden wir noch sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und falls ihr noch kein Abo habt, über ein Abo. Wenn ihr nebendran die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Unten in der Videobeschreibung habe ich viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays. Es lohnt sich mal bei ihnen vorbeizuschauen. Und wenn ihr vorbeischaut, dann lasst ein bisschen Liebe da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anschaut. Tschüss!